Wo auf? Ja, am Mute. Okay. Ja, guten Abend, herzlich willkommen zur späten Stunde und zur Pressekonferenz mit unserem Cheftrainer Julian Nagelsmann nach dem Champions League Achtelfinal-Hinspiel hier beim FC Salzburg. Ich darf kurz begrüßen alle und den Trainer natürlich auch und dann gleich bitten, das Handzeichen für die erste Frage zu geben. Ich sehe Klaus Bergmann für die dpa. Bitte, Klaus. Hallo, Herr Nagelsmann. Ich würde gerne zu Kingsley Coman mal was fragen. Er hat das Finaltor geschossen 2020, heute auch wieder ein wichtiges Tor gemacht und das nach einer ersten Halbzeit, wo er gar nicht so ins Spiel fand. Was haben Sie da zu ihm gesagt oder ist das eine Qualität oder hat er einen Sprung gemacht, dass er sich dann so steigert zweite Halbzeit? Ja, man sieht ja in der zweiten, wie wichtig er ist, nicht nur das Tor, sondern auch die Situation vorher. Natürlich in der zweiten Situation, wo er, glaube ich, nochmal einen Querball spielen kann, dann haben wir noch klare Chancen in der zweiten Halbzeit, wo wir sicherlich dann mehr Tore machen können. Aber er gewinnt grundsätzlich dann jedes 1 gegen 1 und ja, wichtig ist einfach in so Momenten, wo du nicht im Spiel bist, wie die ersten 25, wo er nicht so im Spiel war, dass er sich dann einfach insgesamt mehr Aktionen holt. Das hat er in der zweiten Halbzeit gemacht. Es ist auch nicht immer dann das Entscheidende, dass da jede Situation und Aktion auch gelingt, sondern dass du einfach ein bisschen in den Rhythmus kommst und ja, in der zweiten hat er natürlich sehr viel Betrieb gemacht und ja, ein gutes Spiel gemacht und ein wichtiges Tor. Dankeschön. Dann ist Lena Wurzenberger für die Bild-Zeitung an der Reihe. Hallo, Herr Nagelsmann. Haben Sie eine Erklärung, warum Ihre Mannschaft sich in der ersten Halbzeit schwer getan hat, ins Spiel zu kommen? Und wie groß ist jetzt die Angst auch vor einem möglichen Ausscheiden? Danke. Also Angst habe ich im Fußball noch nie gehabt, ehrlich gesagt. Angst habe ich eher um andere Themen auf der Welt, aber jetzt nicht um Angst vor dem Ausscheiden oder sowas in die Richtung. Ich finde, dass wir nicht so schlecht ins Spiel gekommen sind, sondern wir haben einzelne Phasen im Spiel nicht gut gemacht. Also unser Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte war nicht so gut in unser Gegenpressing, aber wenn man es 1-0 für Salzburg sieht, da haben wir einfach einen Moment, wo wir brauchen, um Druck auf den tiefen Ball zu bringen. Und dann haben wir trotzdem noch eigentlich eine, von der Anzahl her, eine super Restverteidigung, von der Positionierung allerdings nicht. Wir spielen eigentlich 5 gegen 3 und nutzen die Überzahl nicht, sondern warten sehr, sehr lange, bis der Gegner einen freien Fuß hat und dann den Pass spielen kann. Wir haben eigentlich nur einen Spieler zu verteidigen, das haben wir leider nicht geschafft in der Situation. Und dann kriegen wir das Tor. In der ersten Halbzeit, finde ich, war es grundsätzlich leichter, Tore zu erzielen als in der zweiten. Der Raum war viel, viel größer in der ersten Halbzeit. Wir haben so ein bisschen den finalen Ball vermisst, hatten schon viel Raum hinter der Kette, den haben wir nicht immer perfekt bespielt. Und dann in der zweiten war es gut. In einer Situation haben wir natürlich ein bisschen Glück, aber da haben wir sehr viel Druck gemacht und auch völlig verdient, scheißegal ob spät oder nicht spät, aber völlig verdient einen Ausgleich gemacht. Wir waren in der zweiten Halbzeit sehr dominant und haben so gespielt, wie es sich auch gehört für uns und wie wir es auch können. Und so werden wir auch im Rückspiel auftreten. Dann habe ich keine Angst, sondern bin ganz guter Dinge, dass wir weiterkommen. Nächster ist Stefan Kumberger für Sat.1, bitte. Ja, guten Abend, Herr Nagelsmann. Wie sieht jetzt ganz persönlich Ihre Nacht aus, Ihre Heimreise? Geht es sofort in die Analyse? Schauen Sie das Spiel gleich nochmal an? Oder brauchen Sie erstmal Abstand, gerade von der ersten Halbzeit? Das weiß ich noch nicht, gucke ich mal, aber wenn ich im Bus sitze. Grundsätzlich schauen wir es immer schon wieder an, weil wir natürlich nicht allzu viel Zeit haben und versuchen auch ein paar Dinge mal aus den Spielen der englischen Wochen zusammenzufassen in der Nachbetrachtung. Aber ich habe eigentlich ein ganz gutes Gedächtnis und weiß ungefähr noch jede Situation. Von dem her weiß ich ungefähr, wo ich hinspulen muss, um die Dinge rauszuschneiden, die ich gerne sehen würde. Dann Johannes Ohr bitte fürs Box und Goal. Ja, hallo Herr Nagelsmann. Joshua Kimmich hat ja nach dem 2:4 in Bochum so ein bisschen die Mentalitätsfrage aufgemacht. War das heute in der zweiten Halbzeit die richtige Antwort darauf oder wäre das aufgrund Ihrer Reaktion gerade eben ein bisschen zu einfach? Nee, war auch in der ersten Halbzeit jetzt kein Mentalitätsthema. Es war total anders als gegen Bochum, wo es unter Umständen eins war. Erst recht, wenn es von der Mannschaft angesprochen wird oder aus der Mannschaft angesprochen wird. Heute hatte das nichts mit Mentalität zu tun, sondern einfach um die einzelnen Situationen, die einzelnen Phasen ein bisschen besser zu lösen. In der zweiten Halbzeit war es
ja, hat jeder gesehen, glaube ich, dass wir extrem wollten und alles probiert haben. Die Jungs haben sich gegenseitig angefeuert und haben viel versucht, Druck zu machen, haben mit einer ganz guten Balance auch gespielt. Ist nicht so einfach, wenn du hier eins hinten bist und unbedingt ein Tor schießen willst. Du darfst einfach kein zweites kriegen, ja, im Hinspiel. Im Rückspiel ist es natürlich schon so, dass du dann bei dem Rückstand ein bisschen mehr Risiko gehen musst. Und im Hinspiel ist es wichtig, auch die nötige Cleverness walten zu lassen. Und das gepaart mit einer guten Mentalität, was übrigens ein wahnsinnig großer Begriff ist, der meistens gar nicht auf das zutrifft, was man ausdrücken will. Das nur am Rande bemerkt. War das schon in Ordnung, ja. Dann Georg Holzner für den Kicker, bitte. Hallo, ich grüße Sie. Also nach so einem 4-2 in Bochum haben viele davon gesprochen, dass wenn der FC Bayern gereizt ist, dann kommt hier eine Reaktion und dann wird man da einiges glattbügeln und zeigen, wie gut man wirklich ist. Ich finde, dass diese Reaktion irgendwie nicht so war. Also bei allem Respekt, auch vor Salzburg, aber der FC Bayern will sich ja schon mit Europas Elite messen. Und ich will Salzburg keinesfalls irgendwo despektierlich jetzt behandeln, nur der Anspruch vom FC Bayern muss doch ein anderer sein, als hier 1-1 zu spielen, oder? Ja, Sie haben Ihre Frage ja selber beantwortet. Ja, ich habe nur jetzt in den vorherigen Antworten hat es irgendwie so geklungen, dass man vielleicht nicht ganz unzufrieden war mit dem, wie man gespielt hat. Ja, ich habe gesagt, in der ersten Halbzeit können wir viele Phasen besser lösen. Das heißt, übersetzt, ich war nicht ganz zufrieden mit einigen Phasen. In der zweiten Halbzeit haben wir gut gespielt, haben einfach sehr spät getroffen, unglücklicherweise sehr spät oder andersrum glücklicherweise sehr spät noch. Natürlich arbeitet auch eine Niederlage in den Spielern. Ich glaube, das ist ganz normal, dass man, ich glaube, es waren jetzt nicht allzu viele Spieler dabei, die absichtlich in Bochum verloren haben. Dann ist auch so, dass wir natürlich damit Schupo von der Bank noch einen Spieler bringen können, der gefährlich war. Wir haben einfach mit Leon, mit Fonsi und mit Jamal schon drei Spieler, die uns einfach auch für die Bank extrem wehtun, um die Qualität dann nochmal richtig auch zu steigern, wenn andere Spieler müde sind. Da sind einfach noch ein paar Spieler drauf, die Entwicklungszeit brauchen und die vielleicht auch aktuell nicht die beste Form haben, um dann nochmal den Bock umzustoßen. Und dann gibt es auch mal eine Phase, die aber nicht den Anspruch von uns schmälert, dass wir hier mehr als 1-1 spielen wollen. Und um in Europas Elite mithalten zu können, haben wir noch ein bisschen was zu tun. Aber wir haben eine herausragende Hinrunde gespielt oder Gruppenphase gespielt in der Champions League und haben jetzt 1-1 im Hinspiel gespielt. Und ich werde jetzt nicht die Welt untergehen lassen, auch wenn es medial gewünscht ist. Auch nicht für den Kicker. Dann Tobias Altscheffel für Sportbild. Servus Julian. Die Abwehr hat es zuletzt ziemlich abbekommen bei euch, speziell Upamecano und Hernandez. Euch fällt es schwer, Spiele zu Null zu bestreiten. Wie kann man denn die Abwehr stärken oder was kann man machen, um auch den Innenverteidigern zu helfen und die aus der Kritik zu nehmen und eben auch mal zu Null zu spielen, was wahrscheinlich für den Sieg in der Champions League elementar wäre oder fürs Weiterkommen. Vielen Dank. Ja, das ist schon auf der einen Seite natürlich jetzt nicht immer noch als Trainer auch noch draufhauen, das ist klar. Das ist ein Mittel. Am Ende ist es aber schon viel inhaltliche Dinge und auch so die hundertprozentige Verantwortungsbewusstsein für jeden Einzelnen, auf jeden Fall kein Gegentor kriegen zu wollen. Das war in Bochum nicht der Fall. Ja, das ist Fakt. Das war heute, finde ich, schon der Fall. Und dann ist einfach wenn man das 1-0 sieht, nochmal, wir haben eine klare Überzahl und verteidigen einfach nicht wirklich giftig in der Situation. Ja, und Lucky jetzt als Beispiel beim 1-0, der attackiert Richtung Auslinie, weil der weiß halt nicht, ob er hinter ihm noch ein Spiel hat oder nicht. Und dann ist es auch ein bisschen so ein Kommunikationsthema, dass man sich einfach da hilft. Und ich glaube, wenn wir da von hinten nach vorne oder in dem Fall von der Mitte nach außen coachen, dann wird Lucky auf jeden Fall aktiver gegen Adeyemi verteidigen. Und dann haben wir in der Mitte immer noch ein 2-1, sollte das 1-1 außen verlieren, weil wir einfach zu Beginn 5-3 gespielt haben und am Ende ein 3-1 eigentlich in der Box. Aber dann müssen wir einfach auch im Coaching zulegen, um die Situation besser zu lösen. Es war jetzt nicht so, dass Salzburg jetzt 50 Torchancen hatte. Das war auch in Bochum grundsätzlich nicht so. Die hatten einen oder anderen sehr, sehr guten Abschluss, keine Frage. Da hat mir jetzt das Leipzig-Spiel defensiv deutlich schlechter gefallen, weil Leipzig hatte deutlich mehr Chancen, als mir das lieb sein kann, auch in der Kategorie hochprozentiger Chancen.
Ja, und am Ende nochmal geht es einfach ums Arbeiten mit diesen Spielern. Wir haben, wie ich gerade gesagt habe, zum Kollegen vom Kicker genug zu tun und das betrifft auch die Kette. Kommen wir zu den letzten beiden Fragen. Bitte Philipp Kessler für TZ und Münchner Merkur. Ja, guten Abend, Herr Nagelsmann. Gefühlt wird da beim FC Bayern momentan eine Mini-Krise herbeigeredet. Wie erleben Sie aktuell die derzeitige Lage? Ist es für Sie schwierig? Und wie haben Sie die Leistung von Sven Ulreich gesehen heute? Ulle gut, hat gut gespielt, hat einen nicht ganz leichten Ball in der ersten Halbzeit entschärft. Der war vergleichbar mit dem 1-1 in Bochum. Den hat er heute gut gehalten. War eigentlich eine sehr ähnliche Situation. War er schnell unten mit der rechten Hand und hat den gut pariert. Auch bei zwei Standardsituationen ist er rausgekommen. Das mag ich grundsätzlich, wenn man nicht den Rhythmus hat und dann trotzdem die zwei Dinger zwischen den Beinen und dann immer wieder mal rauskommt, auch bei Ecken und das Herz in die Hand nimmt und versucht, da mutig zu sein. Von dem her ist seine Leistung gut gewesen. Ja, alles andere habe ich ja immer nur aus der Ferne bei Bayern München mitgekriegt und ich hatte jetzt auch nicht die Idee, dass es bei mir, wenn ich jetzt hier Trainer werde, anders wird. Wenn du in Bochum verlierst und in Salzburg unentschieden spielst, dann ist es nicht das, was man bei Bayern München sowohl medial wie auch fanmäßig und klubintern sehen will. Und dann gibt es ein bisschen Druck, aber wie gesagt, ich habe jetzt vielleicht keine Kuh von 130, aber das wusste ich trotzdem vorher schon, dass es so ist. Dann beschließt Florian Plettenberg, bitte für Sky. Servus Julian, du hast das Wort Druck eben schon genannt. Keine einfache Woche für den FC Bayern, aber verspürst du diese Woche einen anderen Druck als vielleicht noch vor ein paar Wochen beim FC Bayern? Und wie schwer würde es dir fallen zu sehen, wenn Karim Adeyemi zum BVB wechselt? Ich mache mir ehrlich gesagt keine Gedanken über Neuzugänge oder potenzielle Neuzugänge anderer Vereine, sondern eher um die potenziellen Neuzugänge, die wir haben möchten. Das ist, glaube ich, wertvoller. Thema Druck grundsätzlich, glaube ich, ist im Fußball der Druck, von dem immer gesprochen wird, ist viel künstlich produziert. Ja, wir haben in der Liga nach wie vor 6 Punkte Vorsprung, sollten am Sonntag das Heimspiel gegen Fürth gewinnen. Dann bleibt es auf jeden Fall mal bei den 6 Punkten. Sprich, da ist jetzt in Anführungszeichen außer einer Niederlage, die wir nicht eingeplant haben und die wir nicht wollten und die wir auch nicht akzeptiert haben im Nachgang, nichts weiter passiert. Und in der Champions League haben wir bis heute alles gewonnen und heute ist ein Unentschieden gespielt, wo wir natürlich auch gerne einen Sieg mitgenommen hätten. Und auch das werden wir aufarbeiten. Aber das ist jetzt auch noch nicht aller Tage Abend, sondern es ist jetzt Halbzeit eines Duells, was interessant war und auch ein interessantes Rückspiel verspricht. Ja, und ich spüre jetzt natürlich, dass es die Saison ein bisschen mehr in die heiße Phase geht. Aber ich bin immer eher dafür, für alle Parteien einfach weniger beschweren und beklagen oder diskutieren und urteilen außenrum, sondern einfach arbeiten und machen und Entscheidungen treffen. Und damit fange ich jetzt an mit der Entscheidung treffen, dass ich die Pressekonferenz jetzt beende und Richtung Bus gehe und das Spiel anschaue. Und damit sagen wir vielen Dank. War die letzte Frage. Ne? Gute Nacht und gute Heimfahrt allen. Ciao, ciao. Servus, ciao.